Okay, das Video wird hier ein bisschen improvisiert. Es ist gerade 2 Uhr morgens. Aber bei dem, was ich gerade gelesen habe, kann ich nicht anders, als dazu kurz was zu sagen. Für die, die es nicht wissen, JonTron, relativ großer YouTuber, dürften viele von euch kennen, sollte eigentlich eine Sprechrolle in Yooka-Laylee bekommen. Nur so, irgend so ein Nebencharakter, ich glaub's, Shovel Knight? Sollte er Shovel Knight sprechen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, auf jeden Fall nach der Kontroverse, die ja vor kurzem mit ihm war, wo JonTron eine politische Debatte geführt hat gegen einen Streamer namens Destiny, bei dem er so Sachen gesagt hat wie reiche Schwarze begehen mehr Verbrechen als arme Weiße und dass wir in der westlichen Welt ja keinen Rassismus mehr hätten und dass der Kolonialismus ja auch für die Länder gut gewesen wäre, beziehungsweise für die Kontinente, für die Menschen, die damals dann alle versklavt wurden. Dass Amerika von Weißen gebaut wurde und das ein weißes Land sei. Und ja, solche Sachen hat er gesagt. Ich bin mir sicher, viele von euch haben das schon mitbekommen. Falls ihr es nicht mitbekommen habt, tut euch selber den Gefallen und lest das nicht nach. Ihr tut euch damit nur selber weh. Darauf will ich aber gar nicht hinaus. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass Playtonic Games, die Entwickler von Yooka-Laylee, jetzt gesagt haben, tut uns leid, aber wir möchten nichts mit JonTron zu tun haben. Wir möchten nicht mit ihm in Verbindung gebracht werden. Und darum werden wir seine Cameo, sein Auftritt als was auch immer er für einen Charakter sprechen sollte, aus dem Spiel entfernen. Und jetzt kommen diese ganzen Spastis hervorgekrochen und sagen Sachen wie, dass Großbritannien ja von Liberalen kontrolliert wird und deswegen würde das nicht wundern, wenn sie jemanden zu seinen konservativen Ansichten bestrafen, dass sie ihre Pre-Order canceln oder dass JonTron ja nur Fakten dargestellt hätte und dass Leute zu sensitive sind, um das zu realisieren, um das hören zu wollen. Und dass die Leute das Spiel nicht mehr kaufen, weil sie keine Social Justice Pussys unterstützen wollen. Oder dass sie ihn zensieren und ihn für seinen persönlichen Glauben aus dem Spiel nehmen. Also zunächst einmal hat das nichts mit Zensur zu tun. Die einzige Form, wie das was mit Zensur zu tun hätte, wäre, wenn der Charakter im Spiel JonTron wäre und JonTrons Meinung sagen würde. Und dies deswegen rausgenommen hätten. So hat das Ganze aber nichts mit Zensur zu tun. Wenn der Shovel Knight tatsächlich sprechen sollte, bezweifle ich, dass Shovel Knight da gestanden hätte und gesagt hätte, dass Schwarze viel schlimmere Menschen sind als Weiße und bla. Und ja, ihr versteht, worauf ich hinaus will. Das ist völliger Schwachsinn. Playtonic möchte einfach nicht mit einem Menschen, der gegen ihre eigenen Werte ist, etwas zu tun haben, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Playtonic schreibt in ihrem Statement, das konnte ich euch eigentlich gleich mal vorlesen, und ich lasse das Ganze hier jetzt auf Englisch, weil das für mich einfach leichter ist. Playtonic is a studio that celebrates diversity in all forms and strives to make games that everyone can enjoy. As such, we deeply regret any implied association that could make players feel anything but 100% comfortable in our game worlds or distract from the incredible goodwill and love shown by our fans and Kickstarter backers. Übersetzt heißt das so viel wie, dass Playtonic ein Studio ist, das diese Diversity, diese Diversität feiert und Spiele machen möchte, die jeder spielen kann, die jeder gerne mag, jeder spielen möchte. Und dass sie nicht mit Leuten in Verbindung gebracht werden oder mit Dingen in Verbindung gebracht werden möchten, die Leute unkomfortabel machen könnte. Und ja, ich kann diese Aussage verstehen. Wenn ich wüsste, dass ein Mensch, der gegen mich und meine Rasse, ich möchte bitte, dass das Wort Rasse in sehr großen Anführungsstrichen gesehen wird, ist ein Charakter in einem Spiel spricht. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ich das nicht so toll finden würde, wenn ich diesen Charakter dann treffe. Wenn die Leute jetzt auf die Straße gehen und sagen wollen, SJWs, bla, sollen sie doch. Ich würde einfach mal gesagt haben, dass ich das vollkommen nachvollziehen kann. Ich würde auch nicht wollen, dass ich mit so einem Menschen in Verbindung gebracht werde. Zumindest nicht auf dieser Ebene. Das heißt nicht, dass wenn Leute andere politische Ansichten haben als ich, dass ich nichts mit ihr zu tun haben will. Ich hoffe, ihr versteht einfach mal, was ich meine. Ich traue euch zu, dass ihr versteht, was ich meine. Denn die meisten von euch sind tatsächlich sehr intelligente Menschen. Ja, ich verstehe, worauf Playtonic damit hinaus will. Ich verurteile sie nicht. JonTron hat einfach viele, viele schlimme Sachen gesagt.
Ich weiß, ich kann mir vorstellen, dass vieles davon nicht so gemeint war, wie er es gesagt hat. Aber Tatsache ist, dass er es gesagt hat, es ist im Internet. Und wenn er ein normaler Star wäre, keine YouTube-Persönlichkeit mit 3 Millionen Abonnenten, könnte er davon ausgehen, dass seine Karriere vorbei wäre. Jim Sterling hat dazu einen super Artikel verfasst, bei dem er einen Prominenten genommen hat. Ich weiß nicht mehr wen, ich kannte den Typen nicht. Aber es ist völlig egal. Nehmen wir mal jemanden wie Brad Pitt. Wenn Brad Pitt jetzt auf die Straße geht, obwohl Brad Pitt ist vielleicht ein bisschen zu berühmt, aber egal, ich verstehe das. Wenn er jetzt ein Interview geben würde und er würde solche Sachen sagen, seine Karriere wäre vorbei. Der würde keine Jobs mehr bekommen. Zumindest keine, auf die er noch stolz wäre. Aber da Jonathan eine Internetpersönlichkeit ist und das Internet ungefähr die Aufmerksamkeitsspanne eines Steins hat, an einem guten Tag, ist das Ganze schnell wieder vergessen. Das heißt, die Subscriberzahlen und so weiter werden nicht das Problem sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass sich das auf seine Business-Verträge auswirken wird. Und dann noch eine Sache, für die sagen, das wäre gegen Free Speech, also das Recht der freien Meinungsäußerung. Nein, ist es nicht. Das Recht auf Free Speech beschützt einen nur vor Zensur von der Regierung, vom Government. Es beschützt dich nicht davor, Konsequenzen davon zu tragen, wenn du Sachen sagst, die Leute nicht hören möchten. Wenn du dich irgendwo hinstellst und anfängst Scheiße zu labern und Leute buhen dich aus, ist das kein Verstoß gegen dein Free Speech, sondern einfach Leute, die sich dein Gelaber nicht anhören wollen. Wie auch immer, das soll's von mir gewesen sein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Es ist inzwischen 20 vor 3. Ich render das, mach noch schnell Audio fertig und render das Video und so, lade das vielleicht noch hoch. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal beim etwas organisierteren Video, das auch die nächsten Tage rauskommen dürfte. Bis dahin und tschö.